Unser Werk ist getan, Lu Peng. Lord Raiden. Ab jetzt nur Raiden. Du hast dich als mein würdiger Nachfolger, als Beschützer des Erdenreichs erwiesen, wenn es wiederhergestellt wurde. Du ehrst mich, Raiden. Die Ehre ist ganz meinerseits, Lord Lu Kang. Du kannst jetzt den Sand der Zeit formen. Es liegt an dir, eine neue Geschichte zu erschaffen. Das Schicksal aller Reiche in meinen Händen? Raiden, das schaffe ich nicht allein. Ich werde dich beraten, solange es meine Sterblichkeit erlaubt. Doch zweifle nicht, du kannst das schon. Dann lass uns gemeinsam beginnen. Anbeginn der Zeit sprichst du noch immer Lügen. Spar dir deinen Atem. Mit dem Sieg über Kronika hast du auch ihre Krone zerstört. Ohne sie kannst du die Geschichte nicht neu beginnen. Das Stundenglas würde zerbrechen und alle Reiche wären verloren. Fujin, ist das wahr? Jede Tat Kronikas zielt auf die Krone ab. Ohne sie würde sie es nicht wagen, die Geschichte von Neuem zu beginnen. Woher weißt du das? Kronika kam zu uns allen. Für Hilfe bekämen wir einen Platz in ihrer neuen Ära. Für Widerstand einen Platz in der zeitlosen Leere. Wir beobachteten die Ereignisse, die zur Belagerung der Festung führten. Aber wir konnten nicht eingreifen. Aber dann hast du Kronika getötet. Das Siegel der Leere brach auf. Und wir flüchteten durch das Stundenglas. Da du so viel über das Stundenglas weißt, wie soll ich die Zeitlinie zurücksetzen? Mit der Krone. Aber die Krone wurde zerstört. Nur in unserem Jetzt, nicht aber in der Vergangenheit. Und da ich die Geschichte ohne die Krone nicht neu beginnen kann, schickst du Reisende zurück in die aktuelle Zeitlinie. Verstehe. Ich muss zum Augenblick vor Kronikas Niederlage zurückkehren. Den Kampf so beenden, dass die Krone unversehrt bleibt. Das ist viel zu unsicher. Kronika darf die Krone niemals erlangen. Andernfalls kannst du nicht für den Sieg garantieren. Was schlägst du vor, Zauberer? Dass du mich in die Vergangenheit schickst, um die Krone von meiner Insel zu stehlen, bevor Kronika Cetrion danach aussendet. Ich bringe sie dann zu Lord Raiden und gemeinsam werden wir Kronika besiegen. Mit der Krone und dem Stundenglas in unserer Hand können wir die Geschichte von neuem beginnen. Warum sollten wir auf diese Schlange hören? Weil diese Schlange an der Seite Kronikas geschuftet hat und ihre Geheimnisse kennt. Kennst du sie? Wohl kaum. Da ist etwas dran, Raiden. Fujin, auf ein Wort. Wieso verschwörst du dich gegen Kronika? Haben ihre Versprechungen dir etwa nicht gefallen? Sie wollte mich als Schachfigur und nicht als Partner. Sie hat mich zu ihrem Sklaven gemacht, um Seelen für ihre Krone heranzuschaffen. Als ich ausgedient hatte, täuschte sie mich und schleuderte mich in die Leere. Dein Groll kann mich nicht täuschen, Shang Tsung.
Dann vertraue darauf, dass wir beide Interesse haben, Kronikers Würgegriff, um unser Schicksal zu brechen. Ohne Zweifel werden unsere Interessen abweichen. Das ist eine Allianz auf Zeit. Täusche dich nicht darüber. Ich verstehe deine Bedenken, aber das ist der einzige Weg. Aber das Risiko, Liu Kang, ist es wert. Kein Wort zu Nightwolf. Wir werden deinen Plan umsetzen, Shang Tsung. Ich muss hierbleiben, das Stundenglas bedienen. Nightwolf und Fujin werden dich begleiten und überwachen. Unterstützung ist mir willkommen. Ich werde mitkommen. Nein, Raiden. Ich brauche deinen Rat hier. Vertraue auf Fujin und Nightwolf. Wenn ich irgendjemandem vertraue, dann dir, Bruder. Ich versuche, euch zur Zeitverschmelzung zurückzuschicken. Das sollte euch genug Zeit geben, die Krone zu sichern, ehe Cetrion sie zu Kronika bringt. Deine Zuversicht ist inspirierend. Als Wächter der Zeit bin ich immer noch Anfänger, Nightwolf. Möge der große Geist uns beschützen. Durch die Hände dieses Usurpators gelitten. Doch ich bin wieder da und ich werde euch vor seinem Wahnsinn retten. Urbis wird das Imperium wieder aufbauen. Alle Reiche werden von mir erzittern. Die Außenweltler werden wieder Eroberer sein und nie mehr Eroberter. Ich Melina nicht gebraucht. Meine Schwester war ein gottloses Monster. Ebenso wie du, Vater. Direkt nach der Zeitverschmelzung, ja? Dem Kampf zwischen Kotal und Shao Kahn? Nein, schaut. Es ist viel später. Das ist der Kampf von Kitana und Shao Kahn. Dann ist unsere Zeit fast um. Wir müssen schnell fliehen. Ändert sich der Ausgang dieses Kampfes, könnte Cetrion die Krone früher an sich nehmen als erwartet. Und für unser Scheitern sorgen. Dann los! Yeah!
Wir sind dem Kampf unbemerkt entkommen. Shang-Sung. Wohl nicht. Wo hast du dich versteckt? Verkehrst du nun schon mit Erdenreichlern? Das ist allein seine Angelegenheit, Collector. Meine Angelegenheit ist zu beschaffen, was Shao Kahn will. Der wird vorzüglich für dich bezahlen. Du bist allein, Collector. Ist das so? Wir haben das gleiche Ziel, Kronika zu besiegen. Gemeinsam sterben werdet ihr. Fight! Vielen Dank, großer Geist. Kitana hat Shao Kahn besiegt. Er hatte schon immer mehr Ego als Fähigkeiten. Kommt, gehen wir, während die Menge abgelenkt ist. Nein, wir sind schon später dran als geplant. Gehen wir jetzt zur Insel und holen die Krone. Keine Umwege. Durch unsere recht öffentliche Ankunft im Kolosseum ist das unmöglich. Die Außenweltverbündeten von Kronika werden sie über uns informieren. Gehen wir jetzt zu meiner Insel, geraten wir in Cetrions Hinterhalt. Selbst unsere vereinten Kräfte werden sie nicht stoppen. Wir brauchen Hilfe. Aber wessen Hilfe? Wir können keine Verbündeten rekrutieren, ohne diese Zeitlinie zu verändern. Sindel. Sindel ist eine Wiedergängerin. Die man wieder zum Leben erwecken kann. Und die in den bevorstehenden Kämpfen keine große Rolle spielt. Wir können sie rekrutieren, ohne die Ereignisse zu stören. Diese Taktik wird Kronika wohl nicht voraussehen. Sie war Shao Kahns Imperatorin und ebenso böse wie er. Weil sie verhext war. Wenn wir Sindel wiederbeleben, wird sie sein wie früher. Eine Heldin. Und wenn wir versagen? Die Sindel, die ich kenne, hat in einer einzigen Schlacht alle Champions des Erdenreichs erledigt. Hätte Nightwolf sich nicht selbst geopfert, hätte sie alle getötet. Genau. Diese Macht brauchen wir, um Cetrion zu besiegen.
Sindel ist der Schlüssel. Und es wird bestimmt ganz leicht, sie zurückzuholen. Ganz und gar nicht. Wir können das Djinnseh des Erdenreichs nutzen, um Sindels Körper zu heilen. Aber wir brauchen Zugang zur Seelenkammer der Außenwelt, um Quan Chis Zauber zu brechen und ihre Seele wiederzubeleben. Hast du eine andere Idee, Nightwolf? Eine bessere? Ein Hauch von Betrug, Zauberer. Und du bist erledigt. Wo fangen wir an? Erdenreich. Um das Djinnseh zu beschaffen. Nightwolf, alle wurden im Kolosseum gesichtet. Wie ist das nur möglich? Das sollte es nicht sein. Wer in die Leere verbannt wird, kehrt nicht zurück. Wenn Sheng Tsung aber... Das ist mir klar, Germas. Nimm Frost und finde sie. Wir müssen wissen, von wann und woher sie gekommen sind. Das wird ausreichen. Ihr beide könnt gehen. Ich bleibe hier und sichere die Grotte. Deine Hilfe wird nicht benötigt. So teuflisch sein können. Aus deinem Mund ein großes Lob. In der Tat. Nightwolf, Sheng Tsung, kommt. Kronika würde euch gerne befragen. Das ist nicht die Zukunft, Frost. Wir sahen es. Stell dich auf die richtige Seite der Geschichte. Kronikas Seite ist die einzige. Mein Platz in ihrer neuen Ära ist sicher. Fight! Geistern mit dir.
Nichts ist sicher, Frost. Ist er erledigt? Ich bin unsterblich, Fujin. Mein Wille und meine Stärke sind endlos. Deshalb muss der große Geist mich ausgewählt haben, den Mantel zu tragen. Und du bist ungewöhnlich. Niemand ist je der Leere entkommen. Fight! Dienst ist nicht zu leben. War das notwendig? Verschafft uns Zeit. Wir müssen ihn loswerden, bevor er sich erholt. Beschwöre den Wind. Wo hast du ihn hingeschickt? Ins Chaosreich. Havoc wird seinen Spaß mit ihm haben. Gehen wir ins Unterreich. Uns bleibt kaum Zeit, Sindel zu finden. Eine Spur von Sindel. Nicht ganz unerwartet. Sie hat schließlich nicht bei der Verteidigung des Schlosses geholfen. Und welche Rolle spielte sie, wenn sie so eine gewaltige Waffe ist?
Ist es möglich, dass... Großer Geist. Was ist los? Mein Wiedergänger. Er ist in der Nähe. Der große Geist kann dich nicht retten. Bringt sie zum Knochentempel. Nightwolf. Shang Tsung. Nightwolf. Shang Tsung. Wo sind wir? Shinnoks Knochentempel. Raidens Gewalt gegen unseren Lord wird nicht ungesühnt bleiben, Fu Jin. Mach dich bereit, für die Sünden deiner Brüder zu bezahlen. Sandell, gut siehst du aus. Der Tod steht dir. Immer noch derselbe Charmeur, Shang Tsung. Ich werde mit Genuss deine Seele an Lord Shinnok verfüttern. Aber du, Nightwolf. Du bekommst das Privileg des größten Schmerzes. Für meinen Mörder nur das Beste. Ich hätte dich retten sollen. Hoffentlich gelingt es uns heute. Du kannst mich nicht töten, Sindel. Nicht, ohne meinen Wiedergänger zu töten. Ich werde dich nicht töten. Wie Raiden zu Lord Shinnok sagte, es gibt Schlimmeres als den Tod. Fight. All das schlimmer ist als deines.
Du wirst durch deine eigene Hand sterben. Verletzt du mich, verletzt du dich selbst. Mein Opfer wird die Matoka retten. Kronika hat kein Herz für unser Volk. Der große Geist ist ein Betrüger, der unser Leid zugelassen hat. Kronika ist unsere Zukunft. Fight! Kronika ist nicht die Antwort.